Eisatze, Nakamno Senchitachi. Ich grüße euch und willkommen zurück bei LBM Bikers Outfit. Und warum ich aussehe wie ein Vorstadt-Ninja, das erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Bleibt dran. So, heute zeige ich euch mal eine etwas außergewöhnliche Bikerjacke für den urbanen Bereich. Und zwar die Spark Air von der Firma Revit. Ja, was wir hier haben, das ist im Prinzip eine komplett belüftete Softshell-Kapuzenjacke, die neben dem, ich sag's mal, alternativen Look auch alles mitbringt, was eine richtige Bikerjacke ausmacht. Ne, ihr habt hier Protektoren drin, ihr habt hier große Taschen, ihr habt eine Kapuze hinten drauf, die ihr sogar fixieren könnt, wenn sie euch beim Fahren stört. Das schauen wir uns gleich der Reihe nach mal an. Aber im Prinzip ist diese Jacke auch durchaus tourentauglich und nicht nur für den urbanen Bereich gemacht. Was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass diese Jacke eher was für warmes Wetter ist. Das liegt an dem 3D-Mesh, was ihr hier überall seht. Mal kurz erklärt, was ist 3D-Mesh? Das ist im Prinzip so eine Art gestickter Stoff mit einer offenen dreidimensionalen Struktur, der eben für eine super Belüftung sorgt. Wird dann hier eben gezielt eingesetzt dafür, dass die Luftzufuhr zum Körper maximiert wird. Ja, die übrigen Stellen, ne, das alles hier, so die Innenseite der Arme und die Seiten hier unten, das ist einfach Stretch-Material. Das sorgt dafür, dass ihr eine gute Beweglichkeit in der Jacke habt. Und das merkt man auch, ne, weil die fühlt sich überhaupt nicht an wie so eine klassische Motorradjacke. Das geht eher so in Richtung, ja, Joggingjacke, Kapuzen, Sweatshirt oder eben, ja, Softshelljacke, wie schon gesagt. Daraus entsteht wahrscheinlich auch erstmal die Frage, wie sieht es überhaupt mit der Sicherheit aus bei der Jacke und schützt die mich, wenn es mal zum Sturz kommen sollte? Da ist die Antwort ganz einfach, auf jeden Fall. Denn wie jede vernünftige Bikerjacke hat die Spark Air hier oben an den Schultern und an den Ellenbogen natürlich auch Protektoren schon eingearbeitet. Das sind die sogenannten C-Smart Protektoren von Revit. Ich zeige euch den mal gerade. Der sieht so aus. Ne? Ihr seht schon, das ist nicht so eine typische Halbschale, sondern die haben hier so eine Wabenstruktur, was einfach dafür sorgt, dass die in sich beweglicher sind und einfach super leicht sind. Also das merkt man kaum noch, dass die hier überhaupt drin sitzen. Aber sie bieten denselben Schutz wie die richtigen großen Protektoren, die man so kennt. Das ist schon mal eine gute Sache. Und auch ganz wichtig, die Jacke hat schon eine Vorbereitung für den Rückenprotektor von Revit. Das ist dieser hier. Das ist der sogenannte Seasoft-Protektor. Ne, das ist wie man das kennt. Die Jacke hat eine Tasche im Rücken, da kann der Protektor einfach eingeschoben werden. Was auch eine richtig gute Sache ist. Also das würde ich sehr empfehlen. Das ist völlig egal, was ihr für eine Jacke fahrt. Ob das jetzt sportlich oder Tourenjacke, Textil oder Leder ist. Oder eben mal sowas Cooles, Alternatives wie sowas jetzt hier. So ein Rückenprotektor ist einfach super wichtig. Und den würde ich immer einbauen, ganz ehrlich. Das war aber auch noch nicht alles zum Thema Sicherheit. Neben diesen ganzen Schutzfaktoren haben wir für die Sichtbarkeit außerdem noch diesen laminierten Reflektorstreifen hier oben. Der streckt sich vorne einmal über die gesamte Brust der Jacke. Und hinten natürlich auch einmal über den Rücken. Das sorgt eben dafür, wenn es angestrahlt wird, dann leuchtet das richtig schön hell auf. Aber so nimmt man es kaum wahr. Ist eben ganz gut dafür, wenn ihr mal abends unterwegs seid oder bei schlechtem Wetter, dass ihr dann auch ganz gut gesehen werdet noch. Dann habe ich ja vorhin schon diese ganzen Extra-Features von der Jacke so ein bisschen angerissen. Da gucken wir uns im Detail mal ein bisschen mehr drauf. Zum einen haben wir hier unten, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Feature ist, aber ich erzähle es euch trotzdem mal, zwei wirklich große Seitentaschen. Da kriegt ihr wirklich einiges rein. Also Handy, Schlüssel, Portemonnaie, egal und noch viel mehr. Also da ist wirklich eine Menge Platz drin. Hier unten an den Ärmeln, da haben wir diese Erweiterung, das schwarze hier mit den Daumenschlaufen. Das ist auch ganz cool, das sieht nicht nur schick aus, sondern das macht ja auch irgendwie Sinn, weil das die Ärmel so ein bisschen mehr abdichtet, dass der Wind da nicht so reinpfeift. Und das finde ich wirklich sehr cool gemacht, die Kapuze hier, dieses schicke Ding, die könnt ihr nicht nur aufsetzen, die könnt ihr auch mit einem Druckknopf hinten am Rücken befestigen. Das macht dann Sinn, wenn sie beim Fahren irgendwie stören könnte. Zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen schneller fahrt oder es ist super windig draußen. Wenn ihr die festklippt mit diesem Druckknopf, dann flattert da nichts mehr. Und die ist euch auch nicht im Weg. Ja, das wäre es dann auch soweit erstmal zu der Jacke. Also wie ihr sehen könnt, ist es eine echt schicke, coole Softshell-Jacke mit einigen Features. Und cool muss man bedenken im wahrsten Sinne des Wortes, weil dank dieses 3D-Meshs überall ist sie einfach wirklich sehr luftig. Also ich sage jetzt nicht, dass die ausschließlich für den Sommer ist. Die könnt ihr natürlich auch im Frühling oder Herbst mal anziehen. Aber im Winter, nee, da wird es auf jeden Fall zu kalt. Und auch an kälteren Übergangstagen, da braucht ihr auf jeden Fall was, was ein bisschen dicker gefüttert ist. Ne, aber sonst, wie ihr auch gesehen habt, gut geschützt seid ihr obendrein mit dieser Jacke. Und was noch dazu kommt, ihr habt sogar hinten einen kleinen Verbindungsreißverschluss, dass ihr die Jacke mit eurer Hose verbinden könnt. Apropos Hose, wenn ihr euch jetzt denkt, hey, was ist denn das für eine schicke Hose, die der dazu anhat, das passt ja voll super. Das ist einfach das Gegenstück zu der Jacke, das ist die Spark Air Hose von Revit. Die bietet euch roundabout so ziemlich genau die gleichen Features, ne? Auch hier mit dem 3D-Mesh für Belüftung, Stretch an den Knien. Ihr habt zwei große Taschen auch da an der Seite. Für die Sicherheit Protektoren, Knien und Hüfte sind schon drin von Haus aus. Und die passt einfach super zu der Jacke. Ich muss auch sagen, ich war
angenehm überrascht. Ich dachte erst, das geht so ein bisschen Richtung Jogginghosen-Look, aber das sieht insgesamt doch ganz sportlich aus. Und wenn man es erstmal anhat, dann merkt man auch, das passt super zusammen, weil die auch richtig schön leicht ist. Und man ist auch super schnell drin und wieder draußen. Ja, das ist einfach super praktisch. Ist jetzt halt kein Muss. Ihr könnt natürlich zu der Jacke auch eine ganz normale Motorradhose tragen. Oder, weil sich sie auch anbietet bei der Jacke für den Alltagseinsatz, zum Beispiel eine Kevlar-Jeans dazu. Das passt halt auch einfach super und man muss nur noch die Jacke gerade überziehen. Ist perfekt. Ja, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Vielleicht zum guten Schluss noch. Die Jacke, wie ihr seht, die gibt's nicht nur in Blau, die gibt's auch in reinem Schwarz, genau wie die Hose. Die gibt's nur in Schwarz. Beides findet ihr bei uns online auf www.lbm-shop.de oder natürlich auch jederzeit gerne bei uns im Ladengeschäft in Bielefeld zum Anprobieren. Ansonsten verabschiede ich mich von euch. Ich sage Sayonara Tomodachi und bis zum nächsten Mal.